Okay, sie lässt mich nicht raus. Momo ist scheinbar sie. Symbol an der Wand stimmt nicht mit dem auf dem Notizbuch überein. Okay. Wir waren bereits an diesem Ort, aber wir können nachsehen, ob es noch andere solche Zeichen gibt. Okay, da gibt es noch ein Zeichen. Da gibt es noch ein Zeichen. Ich finde nur da die Bücher. Gehen wir da mal rüber. Und da haben wir da schon ein Notizbuch gefunden. Da war er ja hier im Tresor. Das war das Docks Notizbuch. Okay, da waren wir schon, hat er gesagt. Der Roboter. Wo waren wir denn noch nicht? Da drüben waren wir noch nicht. Okay. Müssen wir hier rüber. So, vielleicht finden wir hier was. Hier waren wir doch auch schon drin, oder nicht? Ich meine, ich kann hier nochmal nachgucken, aber... Ich meine, hier waren wir schon. Ach, hier haben wir das Notizbuch übersehen, als wir hier waren. Wo ist das Notizbuch? Nicht das letzte Notizbuch. Es scheint jemanden namens Balthasar zu hören. Alle Spuren organisches Leben sind verschwunden. Bis auf das, was wir die Zugs nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt. Vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, als ob es nicht schon schwer genug wäre, in der Stadt eingesperrt zu sein. Oh, in diesem Buch gibt es auch noch eine Notiz. Steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, Sendeempfänger zu reparieren. Der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Natürlich, aber Sekunde, bevor wir weitergehen. Die Zeit muss sein. Kurz was trinken. Trinken ist wichtig. Thank you.
so viel wie herumgerannt wird. So, wir haben hier noch ein Lied für dich. Und danke für die Musik, ich werde gleich üben. Du kannst noch mehr finden. Ein Notenblatt haben wir noch gefunden. Ja, geringfügig wichtige Informationen. Okay, das klingt wichtig. Der hier wurde von einem renommierten Algorithmus verfasst. So, dann mal auf zum Momo. Machen wir zur Story weiter. Versuchen wir mal ein bisschen Story zu machen. Schöne Gartenstühle. Mehr oder weniger schön. So, hier sind wir doch rüber. So, hier sind wir da hoch. Ja, hier. Und wir haben jetzt ein bisschen mitgemacht. Ja, das letzte Notizbuch. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern?
Schau mal her, so nutzlos sind die gar nicht. Das ist doch das Netzwerk von Spaltasar, oder? Meistens habe ich nie ganz verstanden, wovon er sprach, aber es war sehr weise. Warte, hast du plötzlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Oh, was für eine Notiz! Was ist das für ein Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden. Das ist ja unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Lams kommunizieren können sollten. Wir haben diesen Spaltasar, doch es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde den Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Nein, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diesen Schutthaufen von einem Sendeempfänger reparieren. Juhu. Voilà, es funktioniert. Komm mit mir. Wo gehen wir hin? Wo geht's lang, Momo? Da oben, siehst du das Gebäude? Hoch über dem anderen. Ich glaube, hängen hier ein bisschen. In den Sendeempfänger ganz oben auf den Turm installiert, sollten wir die ganze Sache mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde können doch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Mein Gegenstand. Du bist der Einzige, der klein schnell genug ist, um den Zug zu entkommen. Brauchen dich keiner. Außenwettler, bring uns den Himmel. Okay. Ach du Schreck. Da sind wir jetzt raus. Ganz dunkler. Jetzt geht es wieder durch Rennszenen, wo wir den kleinen Krabbenviechern kommen müssen. Das sind doch die Zugs, oder? Na dann. Die Dächer. Die Zeit muss sein. Hier erstmal schön Teppich kratzen. Jetzt haben wir das letzte Ding nicht geholt. Den Poncho wahrscheinlich auch nicht an der richtigen Stelle abgegeben. Oh oh. Ich verstehe den Plan. Es ist bloß ziemlich schief gelaufen. Jetzt hier links und hoch hier. Da kommen wir doch hoffentlich nicht lang. So, wo jetzt? Nein! Nein! Es war knapp.
hier rüber. Eine Erinnerung. Die Stadt ist voller Neon. Das war nicht immer so. Dafür gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Die Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, ihre Häuser in jede Menge Lichter anzubringen. Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Keine weitere Änderung. Ein paar haben wir nicht gefunden. Und somit ausgelassen. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Und wo geht's weiter? Oh nein. Wackeliges Ding. So geht's weiter. Das können wir wahrscheinlich hier die Richtung rollen. Und hier rauf. Darauf. Oh, weia. Wer ist nicht dicht genug dran? Gefährlich liebt es sich hier. Diese Zugs, man die doch so einfach abschütteln kann. Diese Krampfviecher. Warum die Roboter denn so viel Angst davor? Da rechts doch, wenn man gerade mal ein bisschen schüttelt. Okay. Wir müssen nach drüben hin. Ach Scheiße, wo müssen wir hin? Das ist mein Bestes. Ich wusste nicht, wo lang. So, die Tür können wir hacken. Wenn sie dann nicht durchkommen und wir... Und hops, hier rüber. Ich komme nicht mehr hinterher. Da ist jetzt zu. Ich bleib das jetzt auch erstmal zu. Ist natürlich noch nicht dicht genug dran.
Ist ja eventuell ein bisschen Stress hier. Ich muss das woanders sehen, auf die andere Seite. Ah. Das ist schleimige Fleischboden hier. Ist es nicht, dass die sich auch durch Metall fressen? In dem Fall sollten wir uns mal beeilen. Okay, geht's auf den Kran. Bah, hier die schleimige Stadt. Als wirklich dermaßenartigen Schleimzeugs. Ein Emma unterschubsen, das muss natürlich sein. Oha. Was sind wir hier denn gerade? Nein, 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 das habe ich nicht kommen sehen. Nein. So ein Trick. So, machen wir uns mal einen Plan. Ich glaube, sie dorthin locken und dann dafür müssen wir drüber zu dem Licht. Nein, 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 nein. Das Licht ist aber vielleicht ein guter Hinweis. Nein, 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 hoch hier. Und rüber hier. Muss man als nächstes hin? Darüber. Nein, 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 ups, hoch hier. Nein, nein, nein. So, rauf hier. Stämmigen Viecher und schnell entkommen. Gibt's eine Erinnerung? Neko-Korb. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus der oberen Ebene des Slums überflutete, versuchten sie ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium zu. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zuchs. Los geht's. Okay. Ich fürchte, da müssen wir durch.
man auf die Stahlträger rauf. Müssen einen Weg finden, den da hoch. Irgendwas hoch, irgendwas holen, was damit wir hoch können. Okay, das ist ein Todesfall, wenn wir hier rein. Wenn wir jetzt runterspringen. Wie kann man die irgendwie aussperren? Ich renn schon mal los. Jetzt müssten wir hier sicher sein. Was genau sollen wir hier tun? Vielleicht können wir die das hier rüber wollen. Damit dann hoch. Ich weiß nicht, ob das so gut klappt. Ah, es klappt. Sehr gut. Hier kommen wir weiter. Oha. Nein. Hier hoch. Was für ein Parcours. Sind wir doch schon ziemlich weit oben. War das nicht, wo wir hin wollten? Geht's wieder runter oder wie? Können wir den Eimer vielleicht testweise runterwerfen? Nee, kann man nicht. Okay, wo jetzt lang? Welche einsame alleine oben. Vielleicht mal den Schalter betätigen. Oha. Da oben auf der Spitze wollten wir das Ding anbringen. Oha. Oh nein. Das war's Kampf. Kein Leben mehr. Aber ich hoffe, vielleicht scheitert's. Neunmal gestorben. Okay, ich verstehe, was zu tun ist. Überleben, bis der scheiß Kran runter ist. Das kann ja lustig werden. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da müssen wir noch ein bisschen überleben. Nein, 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 nicht so kurz und knapp. Verdammt.
springen wir da aufs Dach und dann. Nein, verdammt. Das war schlecht. Müssen ein bisschen weiter wegrennen, damit wir die. Müssen die lang genug ausweichen. Später können wir dann gerne noch ein paar am Fädeln, aber anfangs sollten wir vielleicht erstmal drauf setzen, den zu entkommen. Also so nicht. Nein. Mir ist immer gleich rot wird hier. Nein, verdammt. Die Taktik war die richtige, aber da fehlte noch ein bisschen was. Lass sie erstmal kommen und jetzt große Runden drehen. Und die hier weglocken. Nein! Weg hier! Weg! Rein hier. Aufzug. Hoch hier.